Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gemeinde, Friede sei mit euch. Mit den Worten des Auferstandenen grüße ich Sie an den Fernsehern und vor den Rechnern. Sie sehen diesen Gottesdienst aus unserer schönen Dorfkirche in Krummhermersdorf. Mein Name ist Claudia Mattes und ich bin seit vergangenen Jahr Pfarrerin in Schopau und hier in Krummhermersdorf. Friede sei mit euch. Das sind die Worte, die wir am Osterfest gehört haben. Vor einer Woche haben wir Ostern gefeiert und es geht mir persönlich noch nach. Es war ein ganz anderes Ostern. In vielen Momenten ist Ostern geworden, in vielen Formen. Doch wir haben auch deutlich gespürt, dass etwas fehlt, dass eine gewisse Leere geblieben ist, wo wir uns jetzt schon darauf freuen können, nächstes Jahr wieder ganz anders Ostern zu feiern. Lasst uns gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, wir rufen zu dir aus unseren leeren Kirchen. Wir rufen zu dir aus unseren Wohnungen. Wir spüren die Spannung. Die Kraft lässt nach und der Mut sinkt. Herr, gib du uns die Kraft, noch eine Weile durchzuhalten. Herr, erbarme dich. Der am Kreuze starb und uns heil erwarb. Herr, erbarme dich. Sieger im Todesstreit, König der Herrlichkeit, Christus, erbarme dich. Der den Tod bezwingt und das Leben bringt, Herr, erbarme dich. Herr Jesus Christus, wir rufen zu dir, erfüllt von Osterfreude. Dieses ganz andere Ostern hat uns andere Wege suchen und finden lassen, deine Botschaft zu hören und zu verkündigen. Du lebst. Du hast den Tod besiegt. Ehre sei dir, Herr. Allein Gott in der Höhe sei er und Dank für seine Gnade. Darum, dass nun und nimmermehr uns rühren kann kein Schade. Ein Wohlgefallen Gott an uns hat, nun ist groß Frieden und munter Last, all Fried hat nun mein Ende. Barmherziger Gott, öffne unsere Augen und Ohren, öffne unsere Herzen. Lass uns erkennen, wo du bereits mitten unter uns bist. Lass uns spüren, dass du der Herr bist. Du bist der Herr über alle Krankheit und Not. Du bist der Herr, der den Tod besiegt hat. Amen. Thank you.
Das Evangelium für diesen Sonntag steht bei Johannes im 20. Kapitel. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich es nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen, versammelt, und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben das Evangelium gehört, die gute Botschaft des Auferstandenen. Lasst uns darauf antworten mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, sie sah erschöpft aus. Die Kassiererin bei meinem letzten Einkauf. Erschöpft, müde und auch ein wenig genervt. Sie tat mir leid. Viele sehen in diesen Tagen erschöpft aus. Man kann ihnen ansehen, dass sie an ihre Grenzen kommen und dass manche von ihnen ihr Limit auch schon erreicht haben. Manche sind ermattet von den vielen Vorschriften. Manche sind belastet von der permanenten Doppelbelastung zu Hause durch Homeoffice, Kinderbetreuung und das alles in dieser einen Wohnung. Und manche sind es einfach leid, so lange Tage zu Hause zu sitzen. Wir alle spüren, dass wir als Menschen nicht unendlich viel Kraft, Mut und Durchhaltevermögen haben. Angst macht uns das spätestens dann, wenn wir von einem übermüdeten Arzt behandelt werden. Er muss doch immer fit und gesund sein. Er ist doch die unersetzbare Fachkraft. Die letzten Wochen bringen uns an unsere Grenzen. Sie geben aber auch tiefe Einblicke. Sie zeigen uns, worauf wir uns sonst selbstverständlich verlassen und was jetzt wackelt. Ganz öffentlich werden zurzeit die in den Mittelpunkt gestellt,
die unser Land am Laufen halten. Und das ist gut so. Es ist aber auch ein wenig in, ihnen öffentlich zu danken. Wenn ich mir heute schon etwas wünschen dürfte für die Zeit nach der Krise, dann dass wir uns diesen Respekt und regelmäßigen Dank erhalten, denen gegenüber, die so viel Wichtiges täglich für uns tun. Und die Liste mit systemrelevanten Berufen, also systemrelevanten Menschen, kann ruhig noch ergänzt werden. Überlegen Sie einmal, wer aus Ihrer Familie, wer aus Ihrem Freundeskreis dürfte eigentlich nie müde und krank werden? Wer sind diejenigen, auf die wir uns immer verlassen? Längst nicht jeder von ihnen wird dafür bezahlt. Das Volk Israel ist ein Volk, das fast permanent in seiner Geschichte Krisen erlebt hat. Schwere Schicksalsschläge, lang anhaltende Krisen, interne Auseinandersetzungen und solche mit den Nachbarvölkern bis heute. Man würde also annehmen, die wissen, wie man durch so eine Zeit hindurchkommt. Die sind bestimmt gestählt. In unserem Predigttext jedoch hören wir aus einer Zeit, die selbst für das Volk Israel von besonderer Härte gewesen ist. Und es hat sie noch nicht einmal zu Hause getroffen. Über viele Jahre sind sie im Exil. Eine Zeit, die auch das Volk an seine Belastungsgrenze bringt und an die Grenze ihrer Hoffnung. Sie sind in der Fremde. Tag für Tag sinkt die Hoffnung, dass sie jemals wieder nach Hause kommen werden. Lange Zeit haben sie durchgehalten. Lange Zeit haben ihre Leistungsträger das getragen. Aber jetzt, so werden wir gleich hören, Männer werden müde und matt und Jünglinge straucheln und fallen. Männer und Jünglinge, das sind die Ärzte und Supermarktangestellten der damaligen Krise. Auch sie werden müde und matt. Und wenn die schon müde werden, dem Volk sinkt der Mut. Viele lassen die Köpfe hängen. Manche finden noch die Kraft zu klagen. Mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber. Ist das noch Klage oder ist das schon ein großes Stück Resignation? In diese Situation hinein sendet Gott seinen Propheten Jesaja. Im 40. Kapitel des Jesaja-Buches lesen wir, was Gott seinem Volk damals sagen will und uns heute. Hebt eure Augen in die Höhe und seht. Wer hat dies geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und große Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber? Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde und matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug den Unvermögenden. Männer werden müde und matt und Jünglinge straucheln und fallen. Die aber auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden.
Durch den Propheten Jesaja spricht Gott zu seinem Volk und zu uns heute. Hebt eure Augen auf und seht, ihr, die ihr zu Hause sitzt, viel zu lange schon auf dem Sofa, und ihr, die euch Tag für Tag zerreißt, blickt einmal kurz auf. Richtet euch einmal auf und seht. Geht doch mal zum Fenster und seht, was da draußen geschieht. Völlig unbeeindruckt von diesem Virus wird Frühling. Wer hat dies geschaffen? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Damals, nach der allerersten Katastrophe, der Sintflut, hat Gott dies versprochen und bis heute gehalten. Die Jahreszeiten werden wechseln. Immer und immer wieder wird neues Leben erwachen. Er lässt es wachsen. Er, der Schöpfer und Erhalter dieser Welt. Er herrscht über diese Welt zu jeder Zeit. Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Er ist der Einzige, der keine Kraft verliert, der nicht müde und matt wird. Wir wissen es ja, dass wir als Menschen nicht unendlich belastbar sind. Eigentlich kennen wir unsere eigenen Grenzen. Die Grenzen unserer physischen Kraft und die Grenzen unserer Seele. Und doch verlassen wir uns immer wieder auf unsere eigene Kraft. Dabei gibt es nur einen, der über unendliche Kraft verfügt. Hört, was er mit dieser Kraft anfängt. Er nutzt sie nicht, um sich selber zu präsentieren, sondern um unsere Namen zu rufen. Jeden einzelnen von uns hat er im Blick, egal wo er ist. Ob er seit Jahren im Exil ist, ob er als Tourist irgendwo gestrandet ist oder ob er nun schon so lange alleine in seiner Wohnung sieht. Er sieht jeden Einzelnen. Und er gibt den Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt und Jünglinge straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Er ist es, der uns müde aufrichtet. Er kann uns Erholung und dann wieder neue Kraft geben. Er schenkt Ärzten nötigen Schlaf. Er schenkt Angestellten von Apotheken täglich Mut. Er schenkt mancher Kassiererin sogar ein Lächeln. Er will und kann uns allen die Kraft schenken, die wir wieder brauchen. Wenn wir auf ihn harren, wenn wir diese neue Kraft nicht von uns selbst erwarten, sondern von ihm. Liebe Gemeinde, er hat längst damit begonnen. Mitten in diesen Wochen der Pandemie lässt Gott die Botschaft von Ostern verkündigen. In einer Zeit der Angst und der Beschränkungen lässt Gott die Botschaft des Lebens und des Friedens ausrufen. Doch wie schon beim ersten Osterfest braucht es seine Zeit, bis diese Botschaft bei jedem angekommen ist. Der Auferstandene weiß das und er nimmt sich die Zeit, er nimmt sich die Zeit und kommt zu uns.
Er ist unterwegs mit den Emmausjüngern und er hört ihnen erst einmal zu. Bis sie sich all das von der Seele geredet haben, was sie unbedingt loswerden müssen. Und erst dann fängt er an zu reden, die Schrift zu erklären und sie schließlich zu erkennen zu geben. Wir haben heute im Evangelium gehört, dass er seine ängstlichen Jünger aufsucht, hinter verschlossenen Türen. Und er grüßt sie mit den Worten, die sie in ihrer Angst bestimmt nicht erwartet haben. Friede sei mit euch. Und weil nur ein einziger gefehlt hat, kommt er wieder, um auch dem hartnäckigen Thomas sich zu zeigen, sich ihm so zu offenbaren, dass auch Thomas glauben kann. Am vergangenen Sonntag haben wir Ostern gefeiert und der Auferstandene ist einigen von uns schon begegnet. Er hat sie angesprochen und getröstet. Manche durften schon seinen Frieden erfahren und manche haben Mut bekommen, um diese Botschaft weiterzutragen, auf Straßen zu schreiben, als Telefonflashmob, als Osterbrief und auf vielen, vielen anderen Wegen. Ostern ist ja nicht vorbei. Es hat gerade erst begonnen. Gott, unser Schöpfer, will uns alle, die wir müde und matt sind, besuchen und uns neue Kraft verleihen. Der auferstandene Jesus hat sich auf den Weg gemacht und wird so lange unter uns bleiben, bis er jeden von uns erreicht hat. Bei manchen von ihnen mag die Osterbotschaft noch nicht angekommen sein. Manche von ihnen haben den Frieden vielleicht noch nicht gespürt. So ist es vielen, vielen von seinen Jüngern beim ersten Osterfest ergangen. Ängstlich hinter verschlossenen Türen. So ist es auch mir am letzten Sonntag ergangen. Es hat die Zeit gebraucht, bis die Osterbotschaft mich erreicht hat. Gib nicht auf. Sei ein Thomas und beharre darauf, dass der Herr zu dir kommt. Hartnäckig und starkköpfig, wenn es sein muss. Jesus hat sich schon einmal davon einladen lassen. Bei anderen von euch ist die Osterbotschaft angekommen und ihr habt seinen Frieden spüren dürfen. Bist du ihm begegnet? Dann lauf zurück zu den anderen, die noch ängstlich ausharren. Suche und finde Wege zu den anderen. Sag es ihnen weiter. Ostern hat ja gerade erst begonnen. Der Auferstandene verlässt sich auch auf unser Zeugnis. Der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Thank you.
Lasst uns miteinander und füreinander beten. Herr unser Gott, du wirst nicht müde und matt. Du richtest die wieder auf, deren Kräfte versiegen. Darum bitten wir dich, komm und stärke sie. Die Ärztinnen und Pfleger in den Krankenhäusern, in den mobilen Pflegediensten, in den Arztpraxen und in den Pflegeheimen. Die Polizisten und Bürgermeister, die Entscheidungsträger und diejenigen, die die Entscheidungen umsetzen müssen. Die vielen, die für uns sorgen, in Supermärkten und Apotheken, auf den LKWs und in der Müllentsorgung. Herr, unser Gott, du richtest die wieder auf, deren Kräfte versiegen. Darum bitten wir dich, komm und stärke sie. Die Älteren und Kranken, denen immer wieder gesagt wird, dass sie zur Risikogruppe gehören. Die Isolierten und in Quarantäne Sitzenden. Die vielen Einsamen und Traurigen, die dringend Besuch und Gesellschaft brauchen. Herr, unser Gott, du richtest die wieder auf, deren Kräfte versiegen. Darum bitten wir dich, komm und stärke sie. Die scheinbar Unermüdlichen, die andere unterstützen und versorgen. Die Mutmacher, die die Osterbotschaft uns allen verkündigen, mit Instrumenten und in Liedern, auf Zetteln und mit kleinen Geschenken. Uns alle, die wir spüren, wie selten zuvor, dass wir allein von dir leben, dass wir auf deine Liebe und Kraft angewiesen sind. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme,
Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Friede sei mit euch. Geht nun hin in diesem Frieden. Es segne und behüte euch der barmherzige und allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.